Weißt du mir, Rot, Rot, Grün wird es hier nicht geben. Sie werden nicht gebraucht. Trotzdem ein achtbares Ergebnis für Sie und die Linke. Wie viel spielt da Thüringen mit ins Feld? Ich kann Ihnen jetzt noch nicht sagen, inwieweit Thüringen wirklich das Ergebnis beeinflusst hat. Aber ich kann deutlich sagen, dass es das Ergebnis der FDP, der AfD und der CDU ja sehr stark beeinflusst hat. Aber ich glaube nicht, dass das bei unserem Ergebnis eine so große Rolle gespielt hat. Jetzt muss man sagen, der Bürgermeister wird mutmaßlich der alte und neue, die identische Person sein. Jetzt stellt sich mir die Frage, wo ist da noch Raum für die Linke, wenn es so einen populären sozialdemokratischen Bürgermeister gibt? Ja, wir sind ja die einzige linke Oppositionsfraktion. Das bedeutet, dass wir auch wieder dahin gucken, wo eben Herr Tschentscher nicht hinguckt und wo auch Frau Fegebank jahrelang nicht hingeschaut hat. Nämlich zum Beispiel die Menschen, die eben ihre Miete nicht mehr bezahlen können. Aber auch die Menschen, die von Armut... Hamburg ist doch beim sozialen Wohnungsbau ganz gut aufgestellt eigentlich. Naja, scheinbar nicht, weil sonst würden ja auch viele Menschen nicht Kritik äußern. Es ist ja ganz klar, dass wir viel zu wenig öffentlich geförderte Wohnungen haben. Und deshalb brauchen wir eben auch einen starken Sozialwohnungsbau und wir brauchen den Mietendeckel. Das war ja auch unser zentrales Wahlkampfthema und wir werden jetzt in der nächsten Legislaturperiode eben aus der Opposition heraus dafür kämpfen, dass Menschen eben auch ihre Miete wieder bezahlen können. Die SPD lehnt auch kleine Zusammenarbeit mit den Linken hier in der Stadt ab. Warum ist das so? Warum sind Sie hier so weit auseinander, wo es in anderen Bereichen der Bundesrepublik ja funktioniert? Ja, in anderen Bundesländern haben wir es auch mit einer anderen SPD zu tun. Wir haben es hier in Hamburg mit einer SPD zu tun, die mit ihren neuen Bundesvorsitzenden ja keinen Wahlkampf machen möchten, weil die ihnen zu links sind. Also eben auch Themen wie Hartz IV ansprechen. Wir haben es hier mit einer konservativen SPD zu tun, die eben auch nicht bereit ist, die Armut in der Stadt zu bekämpfen. Also wirklich auch mal dahin zu schauen, wo sie ja eigentlich dafür auch gegründet wurden. Sie haben sich ja mal auf die Fahne geschrieben, dass sie eben auch die kleinen Leute im Blick haben möchten. Und das haben sie in Hamburg eben nicht. Sie sehen die Wirtschaft, eine florierende Wirtschaft, aber ihnen ist damit auch nicht im Zentrum ihrer Politik, dass von dieser florierenden Wirtschaft eben auch die Mehrheit der Gesellschaft profitieren soll. Sagt Cansu Özdemir. Herzlichen Dank. Danke auch.